32:34 verliert der HC Erlangen sein Heimspiel und das hat eigentlich bis zu Beginn der zweiten Halbzeit gar nicht danach ausgeschaut. Ich momentan sprachlos. Wie geht's dir, Kapitän Nico Link? Ja, auch ein bisschen sprachlos, aber weiß schon, was es lag und ja, darf uns zu Hause nicht passieren. Es, ja, wir führen 18:12 und dann brauchen wir nicht anfangen, dann irgendwie nur 80% Gas zu geben oder keine Ahnung. Das rächt sich halt dann. Wir haben Glück, dass Ballingen auch ohne Abwehr spielt, deswegen bleibt das Spiel noch ein bisschen spannend. Aber ja, was wir speziell in der Abwehr machen in der zweiten Halbzeit, das ist ein Wahnsinn und es tut weh. Weil das sind ja Punkte, die wir holen müssen zu Hause, ganz klar. Du hast die Abwehr angesprochen, da hat in der zweiten Halbzeit gar nichts mehr funktioniert. Du hast aber auch nicht mitwirken können, irgendwie bis zur 51. Minute. Was ist los bei dir? Ja, das hatte nichts mit mir zu tun. Wir waren einfach als Mannschaft nicht gut in der Abwehr gestanden. So, egal wer da stand, wurde dann nicht besser danach. Von dem her, ja, einfach. Wir wussten, Barling hat einen guten Angriff und eigentlich sind jetzt nicht für ihr Abwehrspiel bekannt. Aber wenn man 22 oder 24 Tore in einer Halbzeit, ohne Barlingen zu nahe treten zu wollen gegen so eine Mannschaft, dann ja, ist es Wahnsinn. Nico, herzlichen Dank und schaut euch das Spiel von Barlingen gegen Lemgo an, euer nächster Auswärtsgegner. Wir drücken euch die Daumen. Danke dir.